natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Überall im Allgäu starker Schneefall, viele Unfälle, umgestürzte Bäume, die Feuerwehr im Dauereinsatz und die Mitarbeiter des Winterdienstes kann man getrost Helden des Tages und auch der Nacht nennen. Allein auf der B19 zwischen Kempten und Sonthofen waren sie fast 24 Stunden im Dauereinsatz. Am Nachmittag hat sich das Wetter dann wieder endlich etwas beruhigt. Einen guten Abend also am Donnerstag und willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten. Ja, das Wetter und die Auswirkungen sind natürlich ein Thema heute bei uns und zwar gleich das erste. Leise rieselt's, laut kracht's, viele Unfälle durch Schnee und Glätte. Maskenaffäre, Untersuchungsausschuss im Landtag nimmt seine Arbeit auf und sicher durch die Adventszeit mit Tipps von der Feuerwehr. Entspannung beim Wetter, nur noch leichter Schneefall. Ja, da kam ganz schön was runter in den letzten 24 Stunden. Je nachdem, wo man im Allgäu wohnt, bis zu 40 cm hat es geschneit. Und heute ging es vielerorts direkt weiter. Und wie jeder weiß, wird's weiß, heißt das, Freud für die einen, Leid für die anderen. Denn neben der beschaulichen und vorweihnachtlichen Bilderbuch-Winterwelt gab es auf den Straßen natürlich leider auch jede Menge Unfälle. Daniel Groß mit einer Zusammenfassung dieser Allgäuer Wintertage. Ja, wer da nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dem können wir auch nicht helfen. Winterstimmung pur auch heute Morgen hier in Lindenberg im Landkreis Lindau. Die Kids unterwegs in die Schule. Erste Stunde Sport stand auch bei vielen Erwachsenen auf dem Plan, Schneeschippen. Wer heute den Kollegen aufs Dach steigt, bekommt dafür mit Sicherheit nur Dankbarkeit ausgesprochen. Es ist ein Allgäuer Wintermorgen, der seinem Namen alle Ehre macht. Das Schippen war heute nicht selten für die Tonne. Schnell wurde vom Schnee wieder alles zugeworfen. Und bei so einem Wetter bleiben natürlich leider auch die Unfälle auf den Straßen nicht aus. Bereits gestern Morgen starten die Schneefälle, ein schwerer Verkehrsunfall dann bei Leutkirch. Schneeklette führt auf einer abschüssigen Straße zur Kollision zwischen einem Mercedes und einem LKW. Der schwer beschädigte Mercedes wird bis in die Böschung geschleudert. Beide Fahrer werden verletzt. Ein paar Stunden später dann im Memminger Ortsteil Eisenburg, ebenfalls auf abschüssiger Strecke, verliert ein Busfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Linienbus prallt gegen einen Rohbau. Der Fahrer, schwer verletzt und eingeklemmt, muss von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Nur zwei von etlichen Unfällen auf den Allgäuer Straßen. Ja, wir merken das ganz deutlich, wenn wirklich winterliche Straßenverhältnisse herrschen, wenn beispielsweise Schnee auf der Straße ist oder die Straße überfroren ist, dass dann das Unfallaufkommen zunimmt. Normalerweise nimmt das Polizeipräsidium Schwaben-Südwest an einem durchschnittlichen Tag 83 Unfälle auf. Gestern, um Ihnen eine Zahl zu nennen, hat das Polizeipräsidium insgesamt 215 Unfälle registriert. Also doch eine deutlich erhöhte Zahl. Die große Zahl der Unfälle ist nicht verwunderlich. Schließlich sind gestern viele Straßen nur noch durch die Leitpfosten auszumachen. Immer wieder kommt es auch zu Schneeregen, was die Massen klebriger und schwerer macht. Die Polizei rät auch heute noch zur Vorsicht, kann gleichzeitig etwas entwarnen. Rein gefühlsmäßig sieht es so aus, dass heute definitiv nochmal ein überdurchschnittlicher Tag war. Das bedeutet, es gab mehr Unfälle, als es im Durchschnitt eines normalen Tages gegeben hat. Allerdings ist, wie gesagt, seit den späten Vormittagsstunden das Unfallaufkommen etwa auf das Normalmaß zurückgegangen. Sobald wie jetzt die Räumdienste ihrer Aufgabe nachgekommen sind und die Straßen frei sind, normalisiert sich das Verkehrsunfallaufkommen auch weitestgehend wieder. Das bedeutet, jedes Mal dann, wenn eben beispielsweise Neuschnee fällt oder wenn es gefriert, wird es auch auf den Straßen gefährlich. Auch die kommenden Tage werden die Schneefräsen wohl noch einige Male laufen. Auch wenn es nicht mehr so stark schneien soll, soll es trotzdem weiter schneien. Nächste Woche dann wahrscheinlich schon wieder Tauwetter. Also weiter aufpassen und gleichzeitig die Winterpracht genießen.
Ja, Sie haben es schon gehört, auch wenn der Schneefall heute nachgelassen hat, bleibt es die nächsten Tage winterlich. Weiterhin bestehen Wetterwarnungen wegen Schneeglätte und Frost. Morgen kann es dann außerdem noch zu Windböen und Schneeverwehungen kommen. Damit Sie sich besser darauf einstellen können, was kommt, gibt's jetzt die komplette Vorhersage. Bei jedem Wetter. Wir sind, wo das Leben spielt. Machen Sie Ihre Küche zum Genussraum. Für gute Gespräche, die besten Partys, die schönsten Zeiten und die wichtigsten Menschen. Küchentrunzer in Waltenhofen. In der kommenden Nacht wird es klar und eisig kalt. Der Himmel ist im ganzen Sendegebiet wolkenlos und die Temperaturen fallen bis zu 10 Grad unter Null. Im Raum Sonthofen 8 Grad unter Null. Zum Vormittag zieht eine dicke Wolkenschicht über das ganze Allgäu. In Teilen des Ostallgäus kommt es zu Nebel. Die Werte liegen zwischen minus 3 Grad im West- und Unterallgäu und plus 1 Grad im Raum Sonthofen. Der Schnee bleibt auch morgen nicht aus. Nachmittags schneit es nahezu im gesamten Allgäu leicht. Nur in Teilen des Ostallgäus bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen leicht auf 0 bis 1 Grad. Auch auf den Allgäuer Gipfeln kommt es zu leichtem Schneefall. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 Grad am Gründen und minus 8 Grad am Nebelhorn. Nachts fallen die Werte bis zu 17 Grad unter den Gefrierpunkt. Außerdem wird es windig. Mit Böen über 40 Stundenkilometern herrscht Schneeverwehungsgefahr. Auch am Wochenende schneit es dann weiterhin leicht. Die Temperaturen liegen am Samstag bei maximal 0 Grad. Am Sonntag schneit es weiter bei bis zu 4 Grad. Die neue Woche startet ohne Schnee, dafür mit etwas Sonnenschein und bis zu 7 Grad. Ja, der Wetterbericht ausnahmsweise an dieser Stelle, eben passend zum Beitrag davor. So, jetzt die Kurznachrichten, darin unter anderem der Auftakt des Mordprozesses am Landgericht Memmingen und das wahrscheinliche Olympia-Aus für Stefan Luitz. Alles in Allgäu TV Kompakt. Schenk doch mal echte Knaller mit den Loskalendern von Lotto Bayern oder gleich ganze 12 Monate Glück. Mit einem Jahreslos der Glücksspirale oder wie wär's mit dem Millionenkracher zum Jahreswechsel, den Bayern-Millionen. Viele gute Möglichkeiten, ein besonders schönes Fest voller Glück zu feiern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Jede Katze ist einzigartig und verdient das Beste. Ein Futter, das schmeckt und rundum bestens versorgt. Happy Cat. Kerngesundes Katzenglück. Schatz, hast du das von dem Oberbürgermeister schon gelesen? Nein, ich bin noch beim Sport. Die Allgäuer Zeitung. Ob als gedruckte Zeitung, als E-Paper oder mit unserem Online-Nachrichtenportal. 24 Stunden am Tag, top aktuell mit Nachrichten, Informationen und Neuigkeiten für Sie da. Und Rätsel gibt's übrigens auch. Kleiner Raum mit 3 Buchstaben. Klo? Die Allgäuer Zeitung. Jetzt abonnieren. Entdecken Sie mit Komm mit die ganze Welt des Reisens. Ob Wandern, Erlebnis oder Rundreisen, Kreuzfahrten entlang der schönsten Flüsse oder Urlaubsreisen nach Spanien, an die Adria und zur Insel Ischia. Komm mit ist Ihr zuverlässiger Reisepartner im Allgäu und in ganz Europa. Komm mit. Sie packen die Koffer, den Rest machen wir. Die Chance des Jahres. Jetzt noch dabei sein bei den Bayern-Millionen. Da gibt es 2x1 Million Euro und viele weitere Gewinne. Chance auf den Hauptgewinn 1 zu 250.000. In Ihrer Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de. Achtung, limitierte Auflage. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. Werbung auf Facebook lohnt sich. Wir legen mit Ihnen Budget, Ziele und Zielgruppe exakt fest. Mit Facebook Ads. Wir zeigen Ihnen wie.
Und jetzt die Kurznachrichten am Donnerstag. Er soll dem Ex-Mann seiner ehemaligen Freundin nachts aufgelauert und ihn dann mit einem Messer erstochen haben. Einem 52-Jährigen wird seit heute am Landgericht Memmingen der Prozess gemacht. Ihm wird Mord aus Eifersucht vorgeworfen. Laut Anklage hatte sich die Freundin von dem Angeklagten getrennt und war wieder mit ihrem Ex-Mann zusammen gewesen. Im März dieses Jahres hatte der Ex-Mann dann bei der Frau in Wiedergeltingen im Unterallgäu übernachtet und sei um 5 Uhr morgens unterwegs zur Toilette gewesen, die außerhalb der Wohnung liegt. Draußen lauerte ihm bereits der 52-Jährige auf und erstach ihn mit 3 Messerstichen. Laut Polizeiangaben erlag das Opfer noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Nach dem heutigen Prozessauftakt sind noch 4 weitere Verhandlungstage angesetzt. Knapp 50 Zeugen und 6 Sachverständige sind geladen. Ermittlungen gegen Verein eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat die Ermittlungen gegen den Memminger Fischertagsverein eingestellt. Die Ermittler sehen im Verhalten der angezeigten Personen keinen Straftatbestand erfüllt. Die Tierschutzorganisation PETA hatte 3 Vorstandsmitglieder und den amtierenden Fischerkönig wegen Tierquälerei angezeigt. Für PETA sei die jahrhundertealte Tradition des Vereins keine vernünftige Begründung, jedes Jahr am Fischertag im Memminger Stadtbach Fische zu fangen und zu töten. Laut den Ergebnissen der Staatsanwaltschaft werden die Fische am Fischertag unter Aufsicht und Beteiligung des Veterinäramts sachgerecht getötet und den Fischern zum Verzehr übergeben. Dass die Fische gegessen werden, sei ein vernünftiger Grund für das Fangen und Töten, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen sind damit abgeschlossen. Und jetzt noch eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht für alle frisch gebackenen Väter, die ihren Nachwuchs endlich im Klinikum Memmingen besuchen wollen. Ab Samstag dürfen Väter nicht nur ihre Partnerin zur Geburt ins Klinikum begleiten, sondern auch danach täglich, zumindest für eine Stunde, zwischen 14 und 19 Uhr Mutter und Kind besuchen. Voraussetzung ist ein negativer Antigen- oder PCR-Test und das Tragen einer FFP2-Maske. Eine Nachricht, über die sich viele Eltern freuen werden. Schlechte Nachrichten jedoch gab es für den Bolsterlanger Riesenslalomfahrer Stefan Luitz. Stefan Luitz fällt aus. Wegen eines Bandscheibenvorfalls fällt der Allgäuer Riesenslalomfahrer Stefan Luitz mehrere Wochen aus. Auf Instagram schreibt er gestern: Nachdem meine Rückenprobleme, die ich seit Anfang Oktober mit mir rumschleppe, trotz Skipause und Reha-Therapie nicht besser werden und ich dadurch nicht schmerzfrei trainieren, geschweige denn konkurrenzfähig Skirennen fahren kann, muss ich mich leider einer OP unterziehen. Es wurde ein bereits relativ weit fortgeschrittener Bandscheibenvorfall diagnostiziert, weshalb ich morgen bereits operiert werde und die nächsten Wochen erst einmal ausfallen werde. Eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar scheint für Luitz aktuell unwahrscheinlich. Die Maskenaffäre im Bayerischen Landtag ist fast zum Synonym für Vetternwirtschaft in der Politik geworden. Jedenfalls hat sie nicht gerade zur Vertrauensbildung beigetragen. 660.000 Euro soll der CSU-Abgeordnete Georg Nüsslein kassiert haben. Beim ehemaligen Justizminister Alfred Sauter geht es um 1,24 Millionen Euro. Heute hat ein Untersuchungsausschuss im Landtag seine Arbeit aufgenommen. Das ist ein Thema jetzt in Corona in Bayern. Maskengeschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Abgeordneten und hohe Provisionszahlungen an Parlamentarier. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag soll die Maskenaffäre nun aufarbeiten und aufklären. Das entsprechende Gremium hat die Arbeit heute aufgenommen. Die Menschen haben kein Verständnis dafür, dass Einzelne sich in der schwersten Krise, die unser Land seit dem Zweiten Weltkrieg erfahren hat, persönlich bereichert haben. Und es ist wichtig, dass der Untersuchungsausschuss ein solches politisches Fehlverhalten aufklärt. Und dass er auch die Verantwortung der Regierung beleuchtet. Denn eins ist klar, für einen Deal braucht es immer 2. Ich habe auf der einen Seite Abgeordneten oder Lobbyisten, die anklopfen. Und ich brauche auf der anderen Seite ein Ministerium, das die Tür öffnet. Das ist für uns ganz entscheidend. Und es hat sich ja schon herausgestellt,
dass das vielleicht nur die Spitze des Eisberges ist. Deswegen werden wir nicht nur die Maskenskandale selber durchleuchten, sondern alle Geschäfte von Abgeordneten mit dem Staat in den letzten 5 Jahren. Als Konsequenz aus der Affäre gelten in Bayern künftig verschärfte Regeln für Abgeordnete. Bezahlte Lobbytätigkeiten sind dann verboten. Darüber hinaus müssen Abgeordnete Einkünfte aus Nebentätigkeiten grundsätzlich ab dem 1. Euro veröffentlichen. Bayern wird damit die strengsten Regeln bekommen in diesem Bereich, aber es gab auch nirgends so viel Notwendigkeit, endlich zu handeln. Sinn ist, Transparenz zu schaffen und Interessenkonflikte, auch schon den Anschein von Interessenkonflikten auszuräumen. Die verschärften Regeln treten zum 1. April 2022 in Kraft. Seit gestern gilt im Einzelhandel die 2G-Regel. Es dürfen also nur noch Geimpfte und Genesene in die Läden zum Einkaufen. Aus Sicht der IHK für München und Oberbayern eine nachvollziehbare Maßnahme wegen des aktuellen Infektionsgeschehens. Es müsse aber Kontrollen mit Augenmaß geben. Dass man zum Beispiel Stichprobenregelungen einführt oder auch Bändchenlösungen, beispielsweise in Fußgängerzonen, Innenstadtbereichen, das ist wichtig. Genauso wichtig ist aber, dass Sie zum Einkaufen gehen beim lokalen Einzelhändler. Der braucht die Umsätze, sonst kann es sein, dass er nächstes Jahr nicht mehr da ist. Also bitte alle zusammenstehen, damit wir diese Krise gut meistern können. Für Kunden, die ihre Waren außerhalb geschlossener Räume abholen wollen, gilt der 2G-Status nicht. So können auch Ungeimpfte bei den lokalen Händlern die Weihnachtsgeschenke kaufen. So, jetzt zu etwas Erfreulichem. Ein neues Türchen am Allgäu-TV-Adventskalender öffnet sich. Es ist das 9. und der Gewinn passt aber mal genau zum Wetter. Heute geht es nämlich um einen Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining vom ADAC im Wert von 210 Euro. Den können Sie natürlich auch im Sommer einlösen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an gewinn@allgäu-tv.de. Rudolf Gutschka aus Günz hat genau das getan und hat den Gewinn aus der Sendung gestern abgestaubt. Ein Gutschein für eine Teppichwäsche von der Aladdin Teppichreinigung in Kempten. Passt auch zum Wetter. Ja, alles zu den Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Homepage allgäu.tv. Viel Glück! Gefahren, die von Adventskränzen ausgehen und Tipps von der Feuerwehr. Gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Schenk doch mal echte Knaller mit den Loskalendern von Lotto Bayern. Oder gleich ganze 12 Monate Glück mit einem Jahreslos der Glücksspirale. Oder wie wär's mit dem Millionenkracher zum Jahreswechsel? Den Bayern-Millionen. Viele gute Möglichkeiten, ein besonders schönes Fest voller Glück zu feiern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. Die Intensivstationen sind vollständig belegt, darunter nahezu ausschließlich ungeimpfte Patienten. Ich mache mir große Sorgen um den Gesundheitszustand meiner Mitarbeiter. Sie haben furchtbare Bilder in den Köpfen und sind in der 4. Welle der Pandemie jetzt so erschöpft, das kann man nicht mehr beschreiben. Impfen gibt Sicherheit und Impfen schafft Freiheit. Und man tut es nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Man schützt damit alle. Deswegen lassen Sie sich jetzt bitte impfen. Jetzt gewinnen und regional einkaufen mit dem Geldregen der Allgäuer Zeitung. Täglich warten 75 Geldpakete im Gesamtwert von 75.000 Euro auf Sie. Alle Infos gibt's in Ihrer Allgäuer Zeitung. All You Can Read. Kostenlos, informativ, unterhaltsam. Aktuelle Nachrichten, Blaulicht und Boulevardthemen. Unternehmensnews und vieles mehr. Allin.de. Das Allgäu online. Wissen Sie, ich glaube ja nicht so an die Wissenschaft, weil die glauben auch nicht an mich. Aber boostern lasse ich mir trotzdem. Das wirkt nämlich, auch wenn man nicht dran glaubt. Bet-
Kettennägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Kettennägele in Kaufbeuren und Landsberg. Die Chance des Jahres. Jetzt noch dabei sein bei den Bayern-Millionen. Da gibt es 2x1 Million Euro und viele weitere Gewinne. Chance auf den Hauptgewinn 1 zu 250.000. In Ihrer Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de. Achtung, limitierte Auflage. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. Das Allgäu ist für mich die Heimat, in die ich immer wieder gern zurückkehre, weil es hier einfach die schönsten Berge gibt. Man kann hier alles Mögliche machen. Hier sind meine Freunde auch daheim und ja, das macht für mich das Allgäu aus. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Den kennen Sie auch. Advent, Advent, der Christbaum brennt. Ja, der Witz ist nicht neu und auch nicht wirklich lustig, denn er wird leider jedes Jahr Wirklichkeit. Christbäume und auch Adventskränze werden schnell trocken und brennen deshalb sehr schnell. Und damit es gar nicht erst so weit kommt, hat uns die Feuerwehr Gestratz ein paar Tipps für die Adventszeit gegeben. Und außerdem hat sie uns Einblicke in ihren Feuerwehralltag gewährt. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Der Leitspruch der deutschen Feuerwehren gilt das ganze Jahr über. Doch bei den aktuellen Wetterverhältnissen bekommt er noch mehr Gewicht als sonst. Die freiwilligen Helfer haben alle Hände voll zu tun und sind viel auf den Straßen unterwegs. Auch die Feuerwehr aus Gestratz im Westallgäu. Die hatte im Sommer hauptsächlich mit Hochwassern zu kämpfen. Jetzt im Winter geht es ihr wie vielen anderen Allgäuer Feuerwehren auch. Die Zahl der Verkehrsunfälle steigt. Also aktuell die Einsätze, natürlich wetterbedingt viele Verkehrsunfälle. Wir hatten auch viele Sturmereignisse, Schlechtwetter, Hochwasser. Brände sind momentan Gott sei Dank nicht so groß, aber Unwetterlagen, die häufen sich natürlich mehr und das ist gerade das, was wir am häufigsten zu bewältigen haben. Doch das Thema Brände wird wieder wichtiger, je näher Weihnachten rückt. Denn zu keiner anderen Zeit im Jahr sind Häuser mit so viel verschiedener Elektronik geschmückt. Doch der Hauptgrund für weihnachtliche Zimmerbrände sind Adventskränze und Christbäume. Die sind trocken und fangen in kürzester Zeit zu brennen an. Hier hat Christian Janser, der Kommandant der Gestratzer Feuerwehr, einige Tipps, wie man Brände in den eigenen vier Wänden vermeiden kann. Für die Adventszeit auf jeden Fall mal sehr wichtig, wenn man einen Feuerlöscher im Haus hat, den natürlich auch weiß, wo er steht und der auch funktioniert und wie man bedient. Das ist eigentlich das A und das O. Natürlich die Bäume, die Christbäume oder die Adventsgestecke feucht halten. Da gibt es Möglichkeiten, die besprühen. Dann sind die natürlich nicht so, brennen nicht so wie Zunder. Sicherheitskerzen, LED-Beleuchtung, lauter so Geschichten. Doch in einigen Haushalten ist es Tradition, den Baum statt mit LED-Leuchten mit echten Kerzen zu schmücken. Dann herrscht natürlich erhöhte Brandgefahr. Für alle, die echte Kerzen bevorzugen, hat Christian Janser auch noch den ein oder anderen Ratschlag, damit ihm und seiner Truppe das Ausrücken erspart wird. Wenn es echte Kerzen sein müssen, gibt es Sicherheitskerzen. Da geht der Docht nicht bis unten hin. Das wäre ein Faktor, was man beachten sollte. Die Kerzen nicht anzünden, wäre auch noch was. Oder wie gesagt, der Feuerlöscher bereithalten und nie unbeaufsichtigt den Baum stehen lassen. Damit die Adventszeit in Gestratz auch noch in Zukunft sicher ist, betreibt die örtliche Feuerwehr eine Jugendabteilung. Die sollte im Moment eigentlich alles rund um die Arbeit bei der Feuerwehr lernen. Doch Übungen sind aktuell nicht möglich. Und die Ausbildung bleibt auf der Strecke. Das ist gerade ein schwieriges Thema bei uns. Wir haben letztes Jahr 11 junge Erwachsene zu uns dazubekommen. Wir hatten teilweise Übungsbetrieb mit den Kameradinnen und Kameraden. Es ist momentan nicht möglich, situationsbedingt. Aber wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder voll durchstarten können. Angst, dass ihm Jugendliche abspringen könnten, hat Christian Janser aber nicht. Er ist überzeugt davon,
dass der Zusammenhalt der Jugendfeuerwehr diese Zeit überstehen und die Gruppe bald schon, nicht nur in der Adventszeit, für die Gestratzer da sein wird. Ja, und Angst, dass uns Zuschauer abspringen, habe ich auch nicht. Für heute wäre es in Ordnung, aber es wäre schon schön, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Denn dann stellen wir Ihnen die Aktion Einkaufsbändel vor. Was das ist, erfahren Sie dann morgen um 18 Uhr im Kabel und um 19 Uhr, wenn Sie uns über Satellit zuschauen. In den Allgäu-TV-Nachrichten. Für heute war es das. Ich wünsche Ihnen einen schönen Fernsehabend. Bleiben Sie uns treu und gesund. Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de Willkommen zu Plenum TV hier bei Allgäu TV. Ja, Corona hat uns ein neues Vokabular beschert. Hospitalisierungsrate, Inzidenzen, Herdenimmunität, Durchseuchung und auch die Reproduktionszahl. Alles Begriffe, mit denen Parlamente und Behörden ihr Tun rechtfertigen. Die FDP hinterfragt jetzt die Art und die Verlässlichkeit dieser Zahlen. Ihre Aktuelle Stunde trägt den Titel »Falsche Zahlen, beschädigtes Vertrauen«. Man erhebt Vorwürfe und fordert Konsequenzen. Also das Vertrauen ist keineswegs beschädigt, sondern man muss Statistiken führen. Und da war es klar, dass man auch die Frage, wenn der Impfstatus nicht bekannt ist, eine Zuordnung braucht. Und Bayern hat es genauso gemacht wie Baden-Württemberg, wie Mecklenburg, wie Berlin und wie eine ganze Reihe anderer Länder. Und von daher ist hier wirklich nichts schiefgelaufen. Ich bin überzeugt, dass ganz besonders das Problem ist, dass die Gesundheitsämter immer noch seit Beginn der Pandemie viel zu wenig Personal haben. Hier muss endlich aufgestockt werden, damit die Gesundheitsämter umfassend und gut arbeiten können. Wie die Zahlen zustande kommen, das hat das Landesamt auf seiner Homepage ganz transparent dargestellt und veröffentlicht. Also eine Täuschung liegt in jedem Fall nicht vor. Wir Grüne sprechen uns auch dafür aus, dass das RGL endlich sowohl geimpft als auch ungeimpft und auch keine Angabe aufführt. Dann ist hier alles bereinigt und transparent. Die Vermengung der Zahlen von geimpften und ungeklärten Fällen, die erschwert natürlich schon stark die Beurteilung der Pandemielage. Ich glaube, da wird man in Zukunft sorgfältiger arbeiten müssen und wird einfach versuchen müssen, bessere Zahlen zu liefern, indem man versucht, den Impfstatus jedes neu eingelieferten Patienten auch tatsächlich festzustellen. Finanz- und Haushaltspolitiker können es in der Regel niemandem recht machen. Jedes Ressort ringt um Mittel, fühlt sich wichtig und meistens auch benachteiligt. 71 Milliarden Euro umfasst der jetzt vorgestellte bayerische Staatshaushalt für 2022. Mal sehen, ob alle damit einverstanden sind. Knapp 16% dieses Haushalts gehen in Investitionen. In ganz wichtige Bereiche, staatlicher Hochbau, Straßenbau, aber auch in den Bildungsbereich. Und was ganz besonders wichtig ist, wir haben uns alle das Thema Klimapolitik auf die Fahnen geschrieben. Das heißt, auch hier enthält der Haushalt ganz klare Summen, auch die deutlich machen, wir nehmen Klimaschutz ernst. Grundsätzlich kann man sagen, dass auch einige positive Punkte im Haushaltsentwurf sind, wie zum Beispiel mehr Geld für Streckenreaktivierungen, mehr Geld für Schulen. Das ist wichtig und richtig. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir einen soliden Haushaltsentwurf haben, damit wir auch in Zukunft Handlungsspielraum behalten. Ja? Handlungsspielraum brauchen wir, weil wir mit Zukunftsinvestitionen in Wirtschaft, in Entwicklung natürlich erstens den Wohlstand im Land sichern, zweitens aber auch die wichtigen Zukunftsaufgaben wie den Klimaschutz nur so bewältigen können. Wir Grüne setzen uns für eine Klimamilliarde ein, um zum Beispiel endlich mehr Schutz gegen die Starkregenereignisse, die ja auch diesen Sommer sehr präsent waren, verankern zu können, allen Gemeinden und Kommunen dazu helfen. Soweit Aktuelles aus dem Bayerischen Landtag. Plenum TV gibt es erst im neuen Jahr wieder. Bis dahin soll die sogenannte Politpause andauern. Wenn nicht, dann sehen wir uns früher. Schöne Weihnachten wünsche ich Ihnen und mit mir das ganze Team von Plenum TV.